fahren und gleichzeitig antworten. Zibiza, weißt du, wie war das? Sehr angenehm. Wer haben wir denn da? Sally! Die wunderbare Tanja Lacroix. Du siehst ja fantastisch aus bei diesem Wetter. Ja, was ist denn mit dem Wetter? Wieso siehst du bei diesem Wetter so fantastisch aus? Was hast du gemacht? Also ich bin jetzt nicht gerade 2 Stunden unter Regen gelaufen. Nein, ich bin jetzt gerade daheim gewesen, mich vorbereiten, weil ich auf St. Moritz muss. Auflegen, jetzt habe ich gerade Zettel vorbereitet. Das mache ich eigentlich immer vorher. Einfach zum sicher gehen. Weißt, Sicherheit geht vor. Absolut, genau. Und wenn irgendetwas ist, wenn irgendetwas ist, kannst du immer noch ein bisschen flexibel sein. Du, wir haben für dich hier ein wunderschönes Auto organisiert. Ist das okay für dich? Und schau mal, jetzt wird es noch ganz schön. Jetzt wird es ganz schön. Das ist ein Audi Q7, extra für dich, von der Amaguto G. Super. Und wir fahren mit dir jetzt schnell Downtown Wallisellen. Ist das in Ordnung? Das sind wir 2 Minuten wieder zurück. Downtown Wallisellen, wieso? Da haben wir gerade am Dialekt gehört, du bist St. Gallen. Also ich komme von St. Gallen, genau. Jetzt hast du gesagt, du fährst noch auf St. Moritz zu. Was machst du denn genau? St. Moritz spiele ich im King's Club vom Bellmuth Hotel. Und ja, es ist ja gerade diese Woche recht viel los. Es ist ja GBM und noch White Turf. White Turf, das ist also dort, wo alle mit den Pelz. Mit den Pelzmänteln und den aufgeblasten Lippen um einen Anlauf und Güppel trinken. Genau. Also, Güppel trinken bin ich auch dabei. Trinkst du es auch, wenn du drauf bist? Es kommt noch drauf an. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel 2-3 Booking habe pro Abend, sage ich mal, ich habe in St. Gallen etwas, dann muss ich auf Bern fahren, fahre ich immer alles selber mit meinem eigenen Auto. Da kann man natürlich nichts trinken. Wenn ich jetzt aber irgendwo in Monaco oder Dubai oder in St. Moritz jetzt morgen Abend spiele, dann ja, dann trinke ich auch mal gerne ein Glas Champagner. Aber jetzt hast du gerade gesagt, Monaco, St. Moritz, Dubai. Wer holt dich denn dort an? Oder wieso kommst du zu diesem Ort? Wieso passiert das so? Das ist ja das, was du vorher gefragt hast, oder? Warum das mit den Leuten wollen. Das ist wahrscheinlich auch einfach wirklich, weil ich sehr flexibel bin, was Musik anbelangt. Ich habe zwar schon meine Stilrichtung. Was ist dein Stil? Haus. Schön, ein bisschen das vertriebene Haus mit ein bisschen Vocals. Aber grundsätzlich bin ich einfach sehr flexibel. Ich passe mich halt gerne auch an, weil grundsätzlich habe ich alle Musik gerne. Und auch Schlager? Ich bringe einfach die Leute, nein, Schlager spiele ich nicht. Das lasse ich ab und zu bei meiner Tante daheim, aber das spiele ich selber nicht. Auf jeden Fall, ich glaube einfach, dass die Leute einfach auch spüren, dass das, was ich mache, dass ich das immer alles liebe. Und der Flow, den kann ich ihnen geben, die Leidenschaft kann ich ihnen übertragen. Und so kann ich sie wirklich packen mit meinen Emotionen und mit meiner Performance, nebst der Musik. Singen tust du auch? Nein. Kannst du singen? Also, ich glaube, also nicht vor Leuten kann ich es nicht. Was ist eigentlich dein Lieblings? Du hast ja vorhin gesagt, Dubai, Monaco etc. Du bist eigentlich am liebsten unterwegs. Das ist eine Frage, die stelle ich mir noch viel. Das ist im Fall auch schwierig, weil... Klar, der Club ist eigentlich mehr oder weniger immer gleich. Ich kann du kommst meistens hin und leihst auf und gehst wieder. Genau. Also, was ich sagen kann, was mich am meisten überrascht hat, war wirklich Libanon. Libanon? Ja. Das muss, glaube ich, eine Hammerstadt sein, weil ich habe nur gehört, Libanon, das gehe ich extrem ab. Das ist quasi wie so ein Living on the Pulverfass, oder? Nein. Hä? Hast du schlimme Sachen gemacht? Nein, super. Nein, gar nicht. Aber du, was machst denn du eigentlich, wenn du nicht aufleihst? Ausser ich... schön sein, weil du bist ja mal Miss Maxim gewesen, gell? Also Miss Maxim. Doch, auf dem Titel. Ja, Maxim, ja, Hotlist. Vom Magazin. Ja, genau. Und du bist Miss Maxim, zu Miss Maxim gehört. Ah, Miss sagen, ja, Miss ist halt... Ja, Maxim, ja, genau. Teilst du den Titel eigentlich noch? Also ja, scheinbar schon, ja. Es hat, glaube ich, noch keine Nachfolgerin. Aber du, wie macht man das eigentlich? Dass man so attraktiv ist, so wunderschön aussieht und gleich jeden Abend unterwegs ist. Weil das ist ja nicht gerade die gesündeste Umgebung, oder? Dunkel, Lärm und zum Teil die ganzen Leute, immer ein bisschen Alkohol und so. Ja. Und du siehst ja aus wie aus einem eigenen Pelt. Als kennst du gerade von einer 2-wöchigen Ayurveda-Kur. Ich war gerade heute Morgen am Yoga, vielleicht mache ich es auch. Ich sage, weißt, wie du sagst, es ist ja eigentlich ein ungesundes Leben. Man reist viel, ist stetig irgendwie, erst mal rasch ein Sandwich zu go, schafft in der Nacht, kommt Sport heim am Morgen und. Und für mich ist es einfach wichtig, darum mache ich den Job erst seit 13 Jahren, den Ausgleich. Ich gehe gerne von außen laufen, ich gehe gerne in die frische Luft. Nein, ja, brauche ich auch nicht. Ich brauche keinen Hund, der mir sagt, so, jetzt muss ich raus, damit ich rausgehe. Ich gehe auch freiwillig raus. Ich gehe aber gerne in den Greifensee laufen. Da könnte man mal fahren, wenn wir nicht zur Kurve fahren. Und, das nächste Mal, wenn wir mehr Zeit haben. Auf jeden Fall, ich glaube einfach, der Ausgleich macht es aus. Weißt? Wenn du am Wochenende die ganze Zeit unterwegs bist, in den Clubs und im Sport heimkommst, unter der Woche gehe ich um 11, 12 Uhr schlafen und stehe um 9:30 Uhr. Aber jetzt in St. Moritz bleibst du länger?
sag mal, jetzt bleibe ich auch noch einfach ein Tag. Morgen darf ich nach Hause. Street Parade ist für dich das Thema. Ja, ja. Hast du einen eigenen Wagen? Ja, keine eigene Wahl. Ich habe ein Love Mobile. Ein Love Mobile. Tanja Lacroix und Love Mobile. Ja, ich habe eine Kooperation mit einem Club da ja und es mit wird welchem? Cool. Ja, das kann ich jetzt noch nicht verraten. Also mit einem Zürcher Club? Ja. Genau. Und da bist du quasi der Star-Auflecker? Da bin ich im Prinzip der Main Act. Aber wie lange machst du das eigentlich noch? Ich glaube, das kann man so gar nicht beantworten. Ich habe einfach mir immer gesagt, solange ich es gerne mache, und mit Leidenschaft dabei bin und die Energie dazu habe, kann ich dann noch so lange Booking-Anfragen reinkommen. Warum soll ich aufhören? Also, es ist sicher wichtig, dass man sich mit der Zeit zwei Standbeine hält. Und das wäre bei dir? Ich glaube schon, dass es eher so ein bisschen Richtung Mode geht, weil ich schon immer gerne Mode hatte. Also hast du das jetzt selber kreiert? Oder? Nein, das, was ich jetzt auch habe, habe ich nicht selber kreiert, aber oftmals die Stage-Outfit, die ich habe, bei meinen Auftritten oder man auf den Street-Parade. Also ich kreiere eigentlich sehr viel selber. Aber du weißt auch, dass deine Auftritte, also quasi dein Outfit, ist immer extrem sexy. Extrem sexy, sehr weiblich. Also ich kenne keine andere Frau, oder fast keine andere Frau, die in der Öffentlichkeit steht und derweil sexy, aber immer sehr stilvoll überkommt wie du. Wie schaffst du den Spagat, dass es nie peinlich ist? Es ist eben genau, weil es eben nicht zu sexy ist. Aha. So ist wie jetzt nicht, zum Beispiel. Es ist nicht billig, es ist nicht unter der Gürtellinie. Es ist zwar sexy, aber immer mit Stil. Aber du bist selber gern sexy, oder? Ich glaube, ich selber bin auch... Du bist eigentlich ein Vamp. Wirklich? Ja, ein bisschen schon. Ein liebenswerter St. Galler Vamp. Wie hast du eigentlich gern St. Galler Bratwurst? Ich liebe es. Gell? Wie viel isst du pro Woche? Im Sommer viel, wenn man grilliert. Aber jetzt im Winter weniger. Außer mal beim Raclette oben drauf, so schön Rädle oben drauf Tisch kriegen. Rädle? Aber du, was willst du eigentlich noch werden? Mal? Erfolgreich. Das bist du doch schon, oder? Hey Tanja, ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Ich wünsche dir heute Abend einen sensationellen Gig im St. Moritz. Ja, danke. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder mal, gell? Ja, danke dir. Nicht, dass du gekommen bist. Tschüss, Eugen. Danke, ciao Tanja. Tschüss.